Im Bunker, da waren sie manchmal nicht so gern gesehen, weil der lag nicht direkt in ihrer Nachbarschaft, Nein, der aber gehört. der Stollen lag in ihrer Nachbarschaft, Ja. aber da war nicht immer Platz für alle. Ja, je nachdem, wie die Sirenen gegangen sind, ne? Und wenn, aber hauptsächlich waren wir in dem Stollen untergebracht, wenn meine Mutter das immer geschafft hatte, dass wir zeitig loskamen. Oder auch, wenn mein Bruder, wir waren ja eben auf uns selbst gestellt. Mein Bruder hat mich an die Hand genommen und seinen Geigenkasten in der rechten Hand und einen Rucksack vorne und hinten auf und mich dann an die Hand genommen. Und das waren solche Schwierigkeiten. Und die Schwester, 1943 wurde ja die Jüngste geboren, die war dann noch im Kinderwagen und dann ging es immer ein Kind im Kinderwagen, das zweite Kind kam drauf, das wurde vorne drauf gesetzt und mein Bruder und ich, wir waren auf uns dann gestellt. Ja, und dann passierten auch mal so Sachen, dass mein Bruder zuerst in den Bunker lief, weil die mehr oder weniger die Tannenbäume schon oben standen und wir dachten, jetzt trifft es uns und da ist er zuerst reingelaufen. Und ich kam hinterher und jedenfalls hatte ich dann ein Loch im Kopf. Und dann haben Weil wir, sie gegen die Tür gelaufen weil waren? ich gegen irgendeine Wand gelaufen war. Nicht? Er hat zuerst die Linie genommen und mich vergessen, dass er mich an der Hand hatte. Nicht? So waren auch die Gegebenheiten. Waren diese Angriffe immer nachts oder auch tags? Nachts und tags. Wir haben ja manchmal auch ein paar Tage hintereinander in diesem Bunker, in dem Stollen verbringen müssen. Und ich hatte ja bei meiner Aufzeichnung auch mal gesagt, dass wir auch viel mit den alten Leuten, die haben uns dann beschäftigt und dass ich bis heute noch dieses Gedicht da, was sie uns gesagt, das ist das Fingerspiel gewesen, was sie uns gezeigt haben, dass ich das bis heute noch weiß. Ne? Das sind alles diese super Sachen, die, wenn man das heute mal anderen Leuten erzählt, sagen die, oh, das kenne ich aber auch noch. Können Sie es noch aufsagen? Ja, Wollen Sie? also Ötchen, Döttchen, Silberknöttchen, Ötchen, Döttchen, Daus, eine alte Schwiegermutter mit der dicken Faust. 7 Jahre im Himmel geblieben, kam sie wieder raus. Ist das nicht ein dummes Weib, dass sie nicht im Himmel bleibt? Ötchen, Döttchen, Silberknöttchen, Ötchen, Döttchen, Daus. So, das war's. Und das haben die mit uns immer gespielt und dann waren wir abgelenkt und also oder Maikäfer flieg und so diese ganzen Sachen. Ne? Und gebetet haben sie mit uns, weil irgendwo haben sich die alten Leute auch immer beschäftigen müssen. Und dann haben die mit uns sich beschäftigt.